Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Dr. Wolls Wissensdialog. Heute geht es um das Thema Regeneration und dazu habe ich wieder einen bekannten Experten, nämlich Uwe Schröder vom Deutschen Institut für Sporternährung dabei. Herzlich willkommen. Hallo. Und Thema Regeneration ist natürlich im Sport ein ganz großes Thema, aber es ist momentan so, viele haben Probleme, wieder fit zu werden nach Erkrankung. Zum Beispiel das bekannteste Beispiel ist jetzt Covid-19, wo viele eben Schwierigkeiten haben, wieder auf die Beine zu kommen, die Regeneration sehr schleppend und mühsam nur verläuft und auch nach Stressphasen, nach anstrengenden beruflichen oder familiären Stressphasen und so weiter, fühlt man sich noch lange abgeschlagen. Und ich glaube, da können wir einiges zum Thema Regeneration aus dem Sport lernen. Vielleicht erklären Sie uns erstmal, was Regeneration eigentlich umfasst. Wie definiert man dieses Thema Regeneration? Ja, im Sport ist Regeneration dieser Bereich nach der Reizsetzung. Also ich setze einen Reiz, ob zum Muskelaufbau, für das Herz-Kreislauf-System, für die Flexibilität und hoffe, dass mein Körper sich an diesen Reiz anpasst, ihn als Anlass nimmt, um etwas obendrauf zu setzen, also um zum Beispiel länger laufen zu können, um mehr Muskeln aufzubauen als vorher. Das heißt, eine Adaptation, einen Anpassungseffekt zu erzielen. Und damit der Körper das kann, muss er mit allen Nährstoffen, die für diesen Anpassungsprozess notwendig sind, ausgestattet sein. Je nachdem, was ich aufbauen möchte, einfachstes Beispiel Muskelaufbau, da brauche ich natürlich Eiweiß und wenn ich das Eiweiß von außen zusätzlich zugebe, dann fällt es meinem Körper leichter in der Regeneration, diesen Muskel mit dem Eiweiß von außen aufzubauen, größer zu werden, dicker zu werden. Wir haben natürlich auch andere Anpassungsprozesse, sei es im Bereich der Sehnen und Bänder oder des Herz-Kreislauf-Systems, natürlich auch des Immunsystems und des körpereigenen Abwehrsystems, der Abwehr zum Beispiel von freien Sauerstoffradikalen. Und auch dort gilt es in der Regeneration, den Körper mit allem auszustatten, dass er sich adaptieren kann. Und Sie haben die allgemeine Situation angesprochen. Auch dort setzen wir ja Reize. Stress ist erst einmal eigentlich nur ein bestimmter Reiz, der auf den Körper gesetzt wird. Wird es zu viel, kann der Körper eben nicht mehr gut regenerieren, nicht mehr gut adaptieren. Deshalb gilt es hier, die Balance zu finden und den Körper mit allem auszustatten, was er benötigt, um auf diese Reizsetzung adäquat zu reagieren. Ja, im Sport ist es ja so, wenn man jetzt sehr stark körperlich trainiert, das gilt wahrscheinlich auch dann für andere körperliche Anstrengungen, nicht nur im Sport, sondern auch oder für Stressphasen, dann ist der Körper im Anschluss an diese Trainingsphase, an diese körperlichen Reize erstmal damit beschäftigt, sozusagen die Folgen zu beseitigen, zum Beispiel Zelltrümmer und was da so alles dann zerstört worden ist im Körper, denn durch den oxidativen Stress, den Sie eben genannt haben, werden auch die Zellen natürlich in Mitleidenschaft gezogen. Und in dieser Phase ist der Körper ja besonders anfällig dann, in dieser Regenerationsphase. Ne? Richtig, genau. Das ist ein ganz entscheidender Punkt für alle, die intensiv arbeiten, also intensiv arbeiten im Sport, aber natürlich auch im Beruf, die viele Stresssituationen haben. Man nennt das Open Window, ein Open Window Effekt, also ein offenes Fenster für Bakterien, für Viren, die dann in unseren Körper einströmen können, wo der Körper nicht mehr das Potenzial hat, entsprechend gut zu reagieren. Das sind so mehrere Stunden, je nachdem, wie lange und wie intensiv vorher die Belastung angedauert hat. Und da ist der Körper empfänglich für Infekte. Ich warne zum Beispiel davor, nach einer intensiven Trainingseinheit an der Sportstätte, dann mit einer überfüllten Straßenbahn, hier bei uns im Rhein-Main-Gebiet zum Beispiel, gerade in den Herbstmonaten, dann nach Hause zu fahren, weil dann kann ich sicher gehen, dass diese Bakterien, die ich dann dort in diese überfüllten Straßen oder S-Bahn bekomme, dass die sich dann auch ordentlich einnisten können. Also dieses Open Window ist ein großes Problem für alle, die leistungsorientiert Sport treiben oder intensiven Belastungen ausgesetzt sind. Ja, und Fazit, wir müssen sehen, dass wir diese Regenerationsphase verkürzen und unterstützen, dass der Körper schneller wieder regeneriert. Wie macht man das jetzt konkret? Ja, zum einen wirklich diese Situation auch für sich erstmal analysieren. Das Beispiel S- und U-Bahn, was ich eben genannt habe, das wird oft nicht bedacht. Ja, also man hat eine anstrengende Trainingseinheit und geht dann mit den Kumpels in die Kneipe. Das ist oft
oft verfolgte Strategie. Schönes Bierchen dann im Freizeitsport. Das ist auch ein Punkt. Also Alkohol zum Beispiel führt dazu, dass sich diese Phase verlängert, dass der Körper dieses Immundefizit deutlich hinauszögert. Wirklich überlegen, muss ich heute Abend nochmal weggehen in den überfüllten Club und kann mir dort diese Virenbakterien einfangen. Das sind banale Maßnahmen, aber sie sind wichtig. Und dann gilt es, die Nährstoffe zuzuführen, die der Körper braucht, um eben diese von Ihnen eben dargestellten Abfallprodukte abzutransportieren und auch diese Anpassungsprozesse zu erreichen. Und das ist wiederum davon abhängig, was ich vorher gemacht habe. Mhm. Habe ich auf Muskelaufbau trainiert, sieht das etwas anders aus, als wenn ich einen Langstreckenlauf gemacht habe oder wenn ich Fußball gespielt habe. Mhm. Durch den Stress, aber auch durch Sport und durch diese Belastungen entstehen ja sehr viele freie Radikale. Ne? Also wir kennen das, den oxidativen Stress. Viele kennen das vielleicht aus der Kosmetik, ne? Antioxidative Cremes und so weiter, um die Falten zu beseitigen. Aber da steckt ja mehr dahinter. Ne? Also dieser oxidative Stress ist im Grunde, werden die Zellen ja geschädigt dadurch. Ne? Und da gilt es also insbesondere für den Zellschutz ja auch was zu tun. Was kann ich da in der Ernährung konkret machen? Ja, der oxidative Stress ist auch wieder positiv und negativ besetzt, muss man wirklich sagen. Wir kennen ihn eigentlich immer nur als etwas Negatives. Aber im Bereich des Sports, egal auf welchem Leistungsniveau, ist es ein großer Teil des Trainingsreizes. Das heißt, dieser oxidative Stress, der durch das vermehrte Atmen beim Sport ja entsteht, der Sauerstoff wird umgesetzt, wird mit den Nährstoffen Kohlenhydraten und Fett in mechanische oder aus der chemischen Energie, mechanische Energie gewonnen und dabei brauche ich Sauerstoff und dieser Sauerstoff wird zu einem großen Teil dann eben in freie Sauerstoffradikale auch mit umgewandelt und das ist dieser oxidative Stress und der kann die Zellen schädigen, der kann aber auch unsere Kraftwerke der Zellen, die Mitochondrien schädigen. Ja. Und diese Mitochondrien, das weiß man heute, sind nicht nur Kraftwerke der Zellen, sondern sie sind auch für die Aminosäureproduktion, also die Eiweißproduktion letztendlich ganz entscheidend für viele, viele weitere Prozesse, für die Energieversorgung zwischen den Zellen, selbst für unsere Knorpel- und Gelenksysteme sind sie ganz entscheidend. Und diese Mitochondrien werden durch zu viel oxidativen Stress zerstört. Und wir müssen diese Gratwanderung schaffen, dass wir auf der einen Seite nicht zu viel von diesen freien Radikalen abfangen, dann habe ich keinen Trainingseffekt mehr. Das heißt, ich werde eigentlich nicht besser, das wollen wir ja nicht. Auf der anderen Seite darf es nicht zu viel vom oxidativen Stress sein, denn dann werden die Mitochondrien geschädigt, die Zellen geschädigt, die Regeneration verlängert sich, das Open Window ist deutlich größer. Und ideal ist es, den Körper mit dem auszustatten, das er benötigt, um sich selbst genau auf dieses Niveau einzurichten. Also den Körper zu einer sogenannten Modulation seiner antioxidativen Kapazitäten zu führen. Da gibt es bestimmte Enzyme, die der Körper selber aufbaut, aber dafür braucht er Nährstoffe. Und das Entscheidende ist, den Körper auszustatten, sowohl mit antioxidativen Substanzen, also die diese freien Radikale direkt abfangen, aber ihn auch auszustatten mit Substanzen, die ihm helfen, das eigene antioxidative Potenzial auf ein Niveau zu bringen, dass er mit diesem vermehrten Anfall besser fertig wird, aber der Trainingsreiz trotzdem noch da ist. Also ist es nicht so gut, jetzt synthetische Antioxidantien in höherer Konzentration zu nehmen, sondern lieber Naturstoffe. Also zum Beispiel, wir kennen ja, als Antioxidanz kennen wir ja Vitamin C, Vitamin E, Zink. Das sind, wenn man die jetzt in hoher Konzentration nimmt, ist vielleicht nicht so gut, wie wenn man die in natürlicher Matrix sozusagen zuführt. Zum Beispiel über Obst und Gemüse zum Beispiel. Obst und Gemüse wäre eine Möglichkeit oder auch Enzym-Hefezellen. Ja. Hefezellen sind ja schon seit vielen, vielen Jahrhunderten bekannt als immununterstützend. Da gab es die Mönche, die haben mit Bierhefe schon gearbeitet früher. Und auch da habe ich diese natürliche Matrix. Aber ein wichtiges Stichwort. Vielleicht noch ein Wort zum Thema Enzymhefezellen, weil das Spannende an der Hefezelle ist ja tatsächlich, dass sie sich unheimlich schnell vermehrt. Also innerhalb jede Stunde verdoppelt sie sich, das muss man sich mal vorstellen. Und da braucht sie unheimlich viel Energie und es entstehen unheimlich viele freie Radikale. Deshalb hat sie unheimlich tolle Schutzsysteme ausgebildet und ist deshalb eben reich ausgestattet mit antioxidativen Schutzenzymen wie Superoxid-Dismutase und diese ganzen Stoffe. Richtig. Und sie hat natürlich noch andere Substanzen innerhalb der Zellwände oder innerhalb der Zellsysteme, die auch auf unseren Körper positiv wirken, zum Beispiel die Glucane. Die da auch eine ganz große Rolle spielen. Aber ganz kurz noch zum Vitamin C und Vitamin E. Das ist oft ein Trugschluss,
zu denken, dass ich mit viel Vitamin C und Vitamin E, wenn ich leistungsorientiert Sport treibe, wie gesagt, egal auf welchem Niveau, wenn ich besser werden will, dass ich dann mit solchen Vitaminen besser werde. Das Gegenteil ist der Fall. Es gibt gute Untersuchungen von namhaften Forschern, die zeigen, dass zu viel Vitamin E und auch zu viel Vitamin C, und das fängt schon bei Dosierungen an, die ich mit hochdosierten Nahrungsergänzungen bekomme, dass ich damit so viel von diesen freien Radikalen abfange, dass der Trainingsprozess wirklich behindert wird. Ja. Das ist natürlich nicht hilfreich, wenn ich besser werden möchte. Und deshalb lieber auf diese große Palette der Substanzen zurückgreifen, die im natürlichen Verbund vorliegen. Und eine große Substanzklasse sind sekundäre Pflanzenstoffe. Mhm. Die helfen mir zu dieser eben genannten Modulation. Das heißt, mein Körper wird auf der Ebene der DNA, also der Erbinformation, so angetriggert, dass mehr von den körpereigenen Schutzstoffen produziert werden, aber eben nicht zu viele. Also der Körper hilft sich selbst quasi. Und produziert auch so viel, wie er braucht. Ganz genau. Es schaffe damit genau diese Gratwanderung, eben diese Modulation hin zu diesem vermehrten antioxidativen Potenzial. Mhm. Ich kann damit höhere Trainingsreize wieder tolerieren. Und durch den höheren Trainingsreiz habe ich wieder eine Anpassung nach noch besser, nach noch weiter oben. Ja. Und auf der anderen Seite brauchen wir aber eben auch weitere Substanzen, weitere Mikronährstoffe, die unseren Körper, die Zellen, aber auch die Mitochondrien ausstatten mit den Substanzen, die notwendig sind, dass diese Kraftwerke an sich gut funktionieren. Da gehören B-Vitamine mit dazu, also ein ganz großes Spektrum an Nährstoffen. Da gehören ein paar Spurenelemente mit dazu. Das Zink hatten wir angesprochen, aber auch Selen zum Beispiel. Und die sekundären Pflanzenstoffe natürlich. Oder auch solche Hilfsstoffe wie zum Beispiel Glucane. Ja. Okay, also wir haben wieder viel gelernt. Natürlich Regeneration, klar denkt man in erster Linie auch an viel Ruhe und Ausruhen. Das ist natürlich die Basis des Ganzen. Aber eben auch hier wieder über die Ernährung kann man die Regeneration sehr effektiv unterstützen. Also über möglichst natürliche Kombinationen mit antioxidativen Stoffen, die die eigenen antioxidativen Schutzsysteme des Körpers unterstützen. Ne? Genau. Oder zum Beispiel Obst und Gemüse, wer eben nicht so viel Obst und Gemüse essen kann, um diese sekundären Pflanzenstoffe aufzunehmen. Auch hier gibt es wieder sogenannte Vitalstoffkonzentrate, die eben diese sekundären Pflanzenstoffe konkret auf der Verpackung ausweisen und eben in der natürlichen Matrix zur Verfügung stellen. Das ist ganz wichtig. Also nicht unbedingt hoch konzentriert als synthetische Monosubstanz, sondern eben im Verbund oder Stoffe wie Enzymhilfezellen, die auch schon in Studien gezeigt haben, zum Beispiel an der Universität Freiburg. Genau, das wollte ich gerade sagen. Ja. Also eben mit Sportlern durchgeführte, bei Triathleten zum Beispiel durchgeführte Studien, wo man gezeigt hat, dass diese regenerative Kapazität des Sportlers nach der Einnahme eines solchen Enzymhilfezellkomplexes sich deutlich verbessert hat. Das heißt, man konnte, man nennt das heute Train Smarter, also trainiere effektiver, trainiere cleverer. Man konnte den nächsten Trainingsreiz effektiver setzen, nach einer kürzeren Zeit setzen und konnte sich einfach schneller anpassen und hat damit natürlich auch eine große Sicherheit, was das eigene Immunsystem angeht, also die Abwehrkapazität des eigenen Körpers. Mhm. Gut, also das ist sehr spannend und ich glaube, da kann man noch viel zu erzählen zu dem Thema Regeneration, gerade weil eben viele, wie gesagt, unter der Problematik leiden, dass sie auch nach Erkrankungen und so weiter lange brauchen, wieder um auf die Füße zu kommen. Und das Spannende ist, man kann vom Sport ja lernen. Ne? Also ja. Der Sport ist hier, man kann ja schlecht zum Beispiel in der Regeneration Leuten bestimmte Medikamente oder bestimmte Nahrungsergänzungsmittel vorenthalten, die vielleicht helfen würden. Deshalb ist es immer eine ethische Frage, solche Sachen zu testen. Aber mit Sportlern kann man eben gucken, wie verbessert sich die Leistungsfähigkeit. Und deshalb dient der Sportler hier sozusagen als Modell für eben andere Problematiken. Und deshalb können wir hier vom Sport sehr viel lernen. Und ich glaube, Sie haben da was mitgebracht. Genau, es gibt ein sehr, sehr tolles Buch, wie ich finde, Sporternährung praxisnah, einer der Autoren. Ja, aber Sie haben ja auch dafür geschrieben. Also ich durfte auch ein Kapitel dazu schreiben, Hauptautor ist aber mein lieber Kollege, Ernährungswissenschaftler und Gründungsmitglied des Deutschen Instituts für Sporternährung, Günther Wagner, der bei diesem, wie ich finde, wirklich tollen Werk, Mehr Leistung mit Mikronährstoffen, ein ganz großes Portfolio an unterschiedlichen Themen angesprochen hat.
um die Leistung zu unterstützen, um die Regeneration und damit die Adaptation des Sportlers, der Sportlerin zu unterstützen. Und es kommen vor allem hier, und das finde ich das Tolle an dem Buch, und deshalb gefällt es mir auch so unglaublich gut, ganz viele Trainer und sportlich Aktive auf aller Leistungsklassen zu Wort, die berichten, wie sie es machen. Das heißt, wirklich Learning by Doing, Learning aus der Praxis und mit effektiven Tipps, die ich auch selber als Freizeitathlet, Freizeitathletin umsetzen kann. Und vielleicht noch ein Wort dazu. Ich erlebe oft, dass im Freizeitbereich, sei es jetzt in der Kreisliga C im Fußball, Aktive glauben, was ich da mache, das ist ja nicht besonders leistungsorientiert, das ist nicht besonders intensiv. Das Gegenteil ist der Fall. Es gibt eine ganz große Koryphäe im Bereich der Herz-Kreislauf-Forschung, die auch hier in Deutschland, ein Professor, der auch im Bereich der Sportmedizin unterwegs ist, der das jetzt in der Deutschen Zeitschrift für Sportmedizin extra nochmal herausgestellt hat, dass auch Freizeitsportlerinnen und Freizeitsportler, wenn sie ihr Maximum an Leistung abrufen, eine Leistung auf Hochleistungsniveau, natürlich nicht absolut, was das weite Springen, das schnelle Laufen angeht, aber bezogen auf ihren eigenen Körper, dass sie da absolutes Hochleistungsniveau abrufen und deshalb genauso wie Top-Sportlerinnen und Top-Sportler, die eben auch hier ihre Kommentare abgeben, zum Beispiel auch Athleten vom Ruderverband, der Deutschlandachter, der ja auch diese unterstützenden Maßnahmen regelmäßig mit ergreift, dass ich dort im Freizeitbereich wirklich genau die gleichen Anpassungserscheinungen habe und dieselbe Belastungssituation. Und ich glaube, das gilt es sich auch so ein bisschen zu vergegenwärtigen. Und dann kommt diesen regenerativen Maßnahmen eben gerade auch im Freizeit- und Breitensport nochmal eine besondere Bedeutung zu. Denn hier habe ich nicht regelmäßige sportmedizinische Überwachung, wie ich das beim Spitzensport habe, sondern muss selber so ein bisschen gucken, wo ich bleibe. Und deshalb ist auch eine Prophylaxe, ein Vorbeugen vor negativen Maßnahmen ganz wichtig. Und hier habe ich eben die Möglichkeit, mit zum Beispiel solchen Enzymen, Hefezellen, mich auf ein sicheres Niveau zu begeben. Ja, also spannendes Thema, weil Regeneration teilweise ja doch noch ein bisschen vernachlässigt wird im Sport. Man will immer viel Leistung zeigen, aber man vergisst dann, dass man unbedingt regenerieren muss, damit man eben diese Leistung auch erbringen kann, weil eine schlechte Regeneration oder eine unzureichende führt dazu, dass man länger braucht, um wieder richtig kräftig zu trainieren. Und das Gleiche gilt eben auch, wie gesagt, nach Erkrankungen oder nach Stressphasen, dann wieder vernünftig zu regenerieren, um schneller wieder fit und leistungsfähig zu sein. Das sind Faktoren, die häufig noch nicht so gesehen werden, aber in diesem Buch findet man deutlich mehr Informationen. Wir haben ja schon einiges jetzt gehört und ich wünsche euch viel Erfolg bei eurer Regeneration und freue mich aufs nächste Mal. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss.